hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal in MovieCats. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute mal wieder ein kleines Update für euch. Ich hatte mir überlegt, ich mache die Updates jetzt immer, wenn mein Körbchen voll ist und nicht am Ende des Monats, weil da macht das ja eigentlich fast jeder. Und ich dachte, es wäre mal schön, wenn man auch mal im Monat, mitten im Monat mal ein Update kriegt. Könnt ihr mir ja schreiben, ob ihr das okay findet. Ich möchte auch meine Film-Overviews weitermachen. Das Problem ist nur, ich habe da kein Tageslicht und ich habe auch jetzt irgendwie keine Lampe, die ich da transportieren kann. Ich überlege noch, wie ich das mache. Vielleicht hole ich alle einzeln raus, mal sehen. Aber es kommt auf jeden Fall noch was. Ich weiß noch nicht genau wann. Und ja, ich glaube, mein letztes Update ist auch im März gewesen. Deswegen ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Also es ist doch kein kleines. Hat sich doch mehr angesammelt, als ich dachte. Das meiste ist von Amazon. Ich war bei eBay oft unterwegs und habe ein paar Schnäppchen geschossen. Ja, und bei Müller war ich, aber da habe ich jetzt nicht viel gefunden. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit den Blu-rays aus dem Laden. Und zwar haben wir als erstes Rogue Hunter mit Megan Fox. Der ist von Real, 13,99. Ich fand den Film eigentlich ganz gut. War natürlich ein bisschen schlecht animiert mit den Löwen, aber mir hat er trotzdem gefallen. Dann habe ich noch Peninsula von Müller. Den fand ich ganz gut, aber Train to Busan fand ich besser. Hatten echt ein paar lustige Autofahrtszenen hier, da musste ich echt lachen. Die waren lustig. Dann habe ich mir bei unserem Kombi mitgenommen, abgerissen. Eigentlich hat dieser Schuber, den fand ich so schön. Ich glaube, das war für 7,99 und dann gab es noch 30% Rabatt. Das, bei unseren Kombi ist das gerade bei allen Blu-rays so und DVDs. Der Film war so, naja, war ganz interessant, aber würde ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Dann von Kochfilms, Psycho Gorman. Ja, der Film, den fand ich einfach klasse. Der hat so viel Spaß gemacht, der war so billig gemacht. Das hat einfach Spaß gemacht, den zu gucken. Coole Effekte. So Power Rangers-mäßig. Die Anzüge da. Aber hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, da kommt noch eine Fortsetzung von oder noch sowas ähnliches in dem Stil. Hat mir total Spaß gemacht zu gucken. Ja, bei eBay habe ich mir diese Box hier geholt mit diesen Black Cinema Collection, genau so heißt sie. Ja, ich kenne die Filme eigentlich gar nicht, aber ich fand die Box irgendwie toll. Ich habe mir die dann mal gekauft. Ich habe mir auch schon ein paar weitere von der Reihe bestellt, die sind schon unterwegs. Den habe ich mir auch angesehen, der war jetzt ja, ganz okay für das Alter, glaube ich. War teilweise ein bisschen langweilig. Aber diese Box ist, finde ich einfach klasse. Und sowas mag ich einfach gern. Ist immer schön für die Sammlung. So, dann noch bei eBay. Jetzt kommt alles von eBay. 009 Ries Cyborg. Habe ich mir auch schon angesehen. War ganz schön animiert, aber die Story war dämlich. Und auch teilweise langweilig. Dann ein russischer Film. Das Portal, eine Reise durch die Zeit. Solche Filme mag ich sehr gerne, so Fantasy, andere Welten dann. Der hier war eigentlich auch ganz okay, aber der Endkampf da und so, war nicht so toll. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, El Chicano, das ist ja glaube ich irgendwie ein Held, ist der da. Den habe ich auch ganz billig ersteigert. Werde ich mir auf jeden Fall auch angucken demnächst. Dann noch ein 2-Disc-Set von Kibakichi, die Dämonenbox, da sind halt beide Teile drin. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das habe ich für 1 Euro ersteigert mit so einer tollen Box. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil eigentlich mag ich solche Filme. Dann habe ich noch ersteigert Appleased oder Appleseed, weiß ich nicht genau, wie man das ausspricht. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, auch noch nicht viel gehört, mich nicht darüber informiert, aber ich dachte, sowas mag ich eigentlich sehen. Denn A Please Ex Machina, ich glaube, das ist die Fortsetzung von dem ersten. Und
Appleseed, Appleseed, Alpha, das ist das Prequel, soweit ich weiß. Mal gucken, ob ich mir den jetzt zuerst angucke und dann die anderen beiden. Ich weiß noch nicht genau. Dann das Tagebuch der Ellen Rimbauer. Ich habe irgendwie mal gehört, dass es die Vorgeschichte ist halt zum Stephen Kings Haus der Verdammnis. Und da ich mir den ja eigentlich angucken wollte und dann das hier gesehen habe, dass es die Vorgeschichte ist, wollte ich den hier jetzt erst gucken. Habe ich aber jetzt noch nicht. Werde ich mir auf jeden Fall demnächst ansehen. Dann ein Film Unearthed. Ich weiß tatsächlich gar nicht, worum es geht. Den habe ich bei den anderen Artikeln mal mitersteigert für 1 Euro. Keine Ahnung. Dann endlich habe ich House of Cards Staffel 4. Habe ich ewig nicht mehr geguckt. Die ersten 3 Staffeln, die waren eigentlich ziemlich gut, aber irgendwie bin ich dann von abgekommen. Ich glaube, ich muss mir noch mal ein Review von der 3. angucken. Aber eigentlich finde ich die Serie sehr gut. Naja, Kevin Spacey kann man sagen, was man will, aber ein guter Schauspieler ist, ja. Wird auf jeden Fall demnächst gesichtet. Und hier für 1 Euro ersteigert Aladdin. Habe ich tatsächlich nur wegen dem Schuba ersteigert, weil ich den so schön fand. Und ich habe so viele Disney Edition im Schuba und da dachte ich, für 1 Euro nimmst du den auch mal mit. Genauso wie Cat. Ja. I'm a simple woman. I see a cat and I buy. Mit so einem richtig tollen Schuba. Irgendwie so ein asiatischer Film. Ja, ich denke mal, so ein asiatischer Horrorfilm. Ich habe den noch nicht geguckt. Aber werde ich mir demnächst natürlich auch ansehen. Aber dieser Schuba ist ja schon mal richtig geil. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt zu kaufen. Dann noch die 2. Staffel von Zoo. Ja, die 1. habe ich mir auch schon angesehen. Die war, naja, teilweise waren die ziemlich bescheuert, die Leute da. Aber mit den Tieren und sowas mag ich eigentlich gern. Bin ich mal gespannt, ob die Staffel 2 jetzt besser wird. Es gibt ja noch eine 3. Und die werde ich mir auch mal demnächst bei eBay billig ersteigern, hoffe ich. Ich glaube, die Serie gibt es auch bei Netflix. Ich glaube schon. So, dann Cage Fighter. Den Film fand ich auch ganz okay. Ich mag ja solche Filme, wo die sich dann auf den Kampf vorbereiten und sowas. Hat mir gut gefallen. Dann noch von Medimobs sind die 3, die ich jetzt zeige. iZombie, die 1. Staffel. Habe ich schon viel drüber gehört über die Serie. Aber eigentlich habe ich noch nichts davon gesehen. Bin ich auch mal sehr gespannt. Dann noch Ride Along 2. Ich habe vor kurzem den 1. gesehen. Den fand ich eigentlich ganz lustig. Und wollte mir jetzt mal den 2. geben. Und dann noch eine Serie. Eine Komplettbox. Jericho. Habe ich tatsächlich auch noch nicht viel von gehört. Hat sich aber interessant gelesen. Und ja, mal sehen, wann ich das gucke. Jetzt kommen meine Filme, die ich bei Amazon gekauft habe. Und gerade eben noch frisch ins Haus geflattert ist Boss Level. Ist auch noch verpackt jetzt. Den werde ich mir wahrscheinlich heute Abend schon angucken. Ich warte schon sehnsüchtig auf den Film. Ich habe nur Gutes bis jetzt gehört. Oh, Mel Gibson, geil. Frank Grillo mag ich eigentlich auch gern sehen. Bin total gespannt auf den Film. Genauso wie Archive ist auch gerade ins Haus geflattert, in diesem Mediabook. Auf den Film bin ich auch schon sehr gespannt. Freue mich auf jeden Fall, den zu sichten. Dann Flucht aus Pretoria. Sein Mut ist der Schlüssel mit Daniel Radcliffe. Den Film fand ich eigentlich richtig, richtig gut gemacht. Also, der hat mir richtig gut gefallen und Daniel Radcliffe war echt super in dem Film. Da hat man richtig mitgefiebert, dass er mal mit den Schlüsseln, das klappt. Echt cool. Dann noch 2001, Odyssey im Weltraum. Ich habe lange, lange einen Bogen um den Film gemacht, weil ich habe auch schon von vielen gehört, dass der super langweilig sein soll und langatmig. Ich werde mich aber demnächst mal ranwagen und mal sehen, wie er mir gefällt. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Dann endlich als Steelbook in meiner Sammlung Robin Hood, König der Diebe. Mann, ich liebe diesen Film. Bester Robin Hood-Film für mich. Ich hatte den noch in einer alten Snapper-Case. Die ist jetzt in meiner Tauschbox. Habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt auf Blu-ray, aber werde ich demnächst auch mal irgendwann machen.
ich sag immer demnächst, ich weiß noch nicht, wann ich das immer alles gucken soll. So, dann eine Serie. Legacies, das ist ja die Spin-off-Serie von Originals und die ist die Spin-off-Serie von Vampire Diaries. Das gucke ich gerade. Aber die ersten 5 Folgen haben mich tatsächlich schlecht unterhalten. Also hier ist überhaupt kein Charakter bei, den ich jetzt sympathisch finde. Die sind alles, weiß nicht, total unsympathen da. Also Vampire Diaries fand ich richtig gut, Originals fand ich auch gut, aber das bis jetzt ist der Funke nicht rübergesprungen. Und vor allem gibt's das nur auf DVD. Wieso? Das andere habe ich auf Blu-ray. Außer die letzte Staffel von Originals, die gibt's auch nur auf DVD. Ich weiß nicht, was das soll. Das sieht jetzt auch voll doof aus. Du hast alle Staffeln auf Blu-ray, außer die letzte auf DVD. Ich verstehe das manchmal echt nicht, warum heutzutage das nicht mehr auf Blu-ray gibt. Weiß das einer von euch vielleicht? Das ist bei der Serie The Strain auch so. Ich glaube, die ersten 3 Staffeln gibt's auf Blu-ray und die 4. auch nur auf DVD. Irgendwie doof. Dann Ready or Not. Ja, den Film fand ich richtig gut, obwohl ich finde das Cover hier viel besser als das hier. Aber da ist ja der Flatschen. Der Film war richtig cool. Das Ende hat mir echt super gefallen. Dann Wächter der Galaxis. Ja, ich liebe solche Sci-Fi-Filme. Der hat mir gefallen, auch wenn die Story jetzt nicht so toll war. Aber die Effekte und die verschiedenen Aliens, die da waren, das hat mir einfach Spaß gemacht zu gucken. Und dann gibt es da noch so ein Spiel, so ein, keine Ahnung, so. Wie bei uns Fußball ist das halt bei denen, dieses, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es hat einfach Spaß gemacht zu gucken, wie ich finde. Ich fand den toll. Oh ja, und dann noch den Godzilla. Diese, das ist ja, glaube ich, eine Trilogie. Da gibt's, die gibt es auf Netflix. Gut, dass ich sie da nicht geguckt habe. Ich wollte es nämlich machen. Dann habe ich gesehen, dass die jetzt auf Blu-ray erscheinen. Und jetzt warte ich natürlich, bis alle 3 da sind und werde sie mir alle nacheinander angucken. Aber Godzilla geht ja eigentlich immer bei mir. Ich liebe Godzilla. Ja, bei Netflix gucke ich auch nur so Serien, Filme, die nicht auf Scheibe gibt. Und alles, was auf Scheibe gibt, das gucke ich nicht bei Netflix oder so. Disney Plus hole ich mir auch nur einmal im Jahr, um die Marvel-Serien zu gucken oder Mandalorian und so. Weil das erscheint ja irgendwie nicht auf Disc, leider. Da muss ich ja. Na gut, ein Film, der mir nicht gefallen hat. Ganz Akimbo. Ich hatte mich tatsächlich auf den Film gefreut, weil ich eigentlich fast nur Positives gehört habe. Für mich war das gar nichts. Der Humor hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Ich dachte immer nur, oh mein Gott, was machen die da? Das ist ja, teilweise habe ich mich ja fremd geschämt. Ich weiß nicht. Der Film war überhaupt nichts für mich. Genauso war eine große Enttäuschung Fat Man. Ich liebe Mel Gibson, aber der Film, weiß, da ist der Funke auch nicht rübergesprungen. Ich fand, das war überhaupt nicht mein Humor. Keine Ahnung. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann Blackwater Abyss. Ja, war ganz okay. Teilweise ein bisschen langweilig, wie ich fand. Aber ich mag ja eigentlich gern solche Filme mit Tieren. Tierhorror. Breaking Surface. Oh ja, der war richtig gut. Der hat mir sehr gut gefallen, der Film. Habe ich mit meiner Mutter zusammen geguckt und die fand den auch sehr gut. Oh, noch ein richtig guter Film. The Hunt. Den fand ich auch richtig geil. Vor allem den Anfang fand ich cool. Und der Endkampf am Schluss ist auch richtig geil. Dann Deadly Prey und Deadly Spray. Ja, das war ziemlich billig bei Amazon. Kenn die Filme jetzt nicht. Aber ab und an mag ich gerne mal sowas sehen. Eine der besten Serien überhaupt für mich. Agent of S.H.I.E.L.D. Endlich die 5. Staffel. Habe ich jetzt noch nicht geguckt, weil ich habe gerade so viele Serien am Anfang. Im Anfang. Und die wird auf jeden Fall bald gesichtet. Also ich liebe diese Serie. Macht einfach Spaß, die zu gucken. Auch wenn da jetzt, weiß nicht, nicht die Superhelden von Marvel so mitspielen, aber es macht einfach Spaß und ist richtig cool. Kann ich jeden nur ans Herz legen. Dann von Amazon UK, Tammy and the T-Rex. Ich fand diese Verpackung so toll. Habe ich mir da mal bestellt. Den Film, der sagt mir nichts. Sieht aber ziemlich lustig aus und ist ja auch noch mit Paul Walker und Denise Richards.
Also ich freue mich schon auf den Film. Sowohl so ein kleiner Trash-Film. Dann, ja, ein Bollywood-Film. Zero. Nein, ich bin kein Bollywood-Fan, aber ab und an gucke ich mir doch mal einen an. Und tatsächlich finde ich die jetzt gar nicht so schlecht. Richtig gut fand ich zum Beispiel Bahubali. Da gibt es zwei Filme von und da ist auch nicht viel mit Singen und Tanzen und sowas. Das ist ein richtig, sind richtig geile Filme, die beiden. Den hier habe ich jetzt noch nicht gesehen. Puh, keine Ahnung, wo ich den mal gucke. Und Cutting Glass, das ist mit Brad Pitt, deswegen habe ich ihn mir gekauft. Ich kenne den Film auch nicht. Liest sich ganz interessant. Mal sehen, wann der in den Player wandert. Dann der Blob. Ja, kann ich nichts zu sagen tatsächlich. Ich habe den noch nicht gesehen. Sieht dabei interessant aus. Freue mich auch schon mal, den zu sichten. Dann ein neuer Ip Man. Kung Fu Master, die Filme mit Donnie Yen, die liebe ich. Mal sehen, was das hier für einer ist. Ich habe ja gesehen, bei Amazon hat er jetzt nicht die besten Bewertungen, aber ich liebe eigentlich solche Kung-Fu-Filmchen. Bin auf jeden Fall gespannt auf den. Dann, um mich auf den neuen Kinofilm vorzubereiten, habe ich Dune, Children of Dune, die komplette Saga mir gekauft. Das heißt glaube ich nur Dune. Das ist auch so ein Mehrteiler, das ist halt die Vorgeschichte davon. Habe ich vor kurzem auch erst geguckt, fand ich ganz okay. Jetzt wollte ich den noch gucken und dann hoffe ich, dass der andere Film mal bald ins Kino hier kommt oder auf Blu-ray. Keine Ahnung, was sie da wieder vorhaben. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Dann die Trilogie von Da Vinci Code. Ja, die ersten beiden habe ich auch schon mal gesehen. Inferno habe ich das noch nicht gesehen. Sind jetzt nicht meine Lieblingsfilme, aber ich sammle Filme mit Tom Hanks. Deswegen musste das jetzt auch mal in der Komplettbox her. Doch, da haben wir nochmal Ip Man. Die Serie hat jetzt auch nicht die besten Bewertungen, aber wie gesagt, ich mag solche Serienfilme. Ip Man geht eigentlich bei mir immer. Bin mal gespannt drauf, wie das so ist. Und dann nochmal ein UK-Import von His Dark Materials Staffel 2. Kommt jetzt auch bald bei uns in Deutschland raus, aber das hier ist eine Special Edition und die erste habe ich auch schon in dieser Special Edition von Amazon UK und die Serie liebe ich. Gibt es auch den Film bei uns, Der Goldene Kompass. Den fand ich früher auch schon so richtig geil. Wurde ja leider nicht weitergemacht. Sollte ja, glaube ich, eine Trilogie werden. Gibt es immer nur noch den ersten. Aber mir gefällt das. Ich liebe diese Story. Und das letzte hier ist Another Wolf Cop. Ich glaube, den ersten habe ich schon mal gesehen. Da heißt er, glaube ich, nur Wolf Cop, oder? Ich weiß nicht genau. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, worum es da geht. Ob der gut war oder nicht. Sieht auf jeden Fall ziemlich bescheuert aus. Bin mal gespannt, wie das ist. Ja, und dann habe ich noch zwei Animes komplett gekauft. Blood Plus. Diese Boxen gab es alle für 6 bis 7 Euro bei Amazon. Die habe ich mir da mal mitgenommen. Es war nur Blu-ray. Aber egal. Ist ja so ein Vampir-Anime. Ich habe den jetzt noch nicht gesehen. Ich kenne nur Blood Sea und das hat mir sehr gut gefallen. Und einmal noch die erste Box. Hat, glaube ich, 50 Episoden sind das. Bin mal sehr gespannt. Und dann habe ich noch mitgenommen komplette Staffel von Full Metal Panic. Den Anime habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht aber sehr interessant aus. Ich frage mich nur mal, wann ich das alles gucken soll. Hier noch die zweite Staffel oder Fortsetzung von der ersten. Ne, das ist die erste und das war die zweite. und das hier noch. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt die erste Staffel ist. Oh, ich sehe gerade, dass mein Akku leer geht, aber wir sind ja auch gerade...